Ja, Jürgen, das nennt sich Jugendtechnikum. Deine Idee? Ja, also wir haben von der Skola Vivante wir haben so Freizeitkurs gemacht, also die Fit für intelligente Talente und alle, die es werden wollen. Das war so eigentlich die Grundidee gewesen, dass man so ein Angebot kreiert, wo Kinder und Jugendliche einfach so ja, ein spannendes Angebot. Und ich bin dann vor 11 Jahren ist die Idee gewesen, mal ins NTB oder mal da Kontakt aufzunehmen und dort zu fragen, ob das eine Variante ist, ob man mal die Hochschule, das ist ja eine fantastisch eingerichtete Hochschule, wunderbare Leute, ob man das auch mal könnte öffnen für Kinder und Jugendliche. Und dann sind wir mit dem Lothar Ritter in den Kontakt aufgenommen und die Idee ist eigentlich sofort auf fruchtbarer Boden. Und dann hat man mal ein Experiment gemacht, das ist dann der Reto Gasparis, genau, hat man als Physiker dazugelassen, der ist in der Zwischenzeit pensioniert und der hat dann drei Physikvorlesungen gemacht und das ist so eigentlich so auf Resonanz gestoßen, dass das eigentlich seit 11 Jahren jetzt jedes Jahr drei Veranstaltungen gibt und man sieht es auch heute wieder, wie viele Kinder und Jugendliche das anzieht. So, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, liebe Lehrer, ich heiße alle recht herzlich willkommen in unserem Namen hier an der NTB in Bux. Mein Name ist der Markus Michler, das ist mein Kollege der Stefan Rinner. Unser Assistent, der Toni Müller, der uns wieder geholfen hat, alles vorzubereiten. Und unser heutiges Thema lautet, im Unterricht verboten, in der Physik erwünscht, es geht um Smartphones. Es geht darum, was kann ein modernes Telefon heute aufgrund der in ihm verfügbaren Sensorik alles leisten, was man für physikalische Experimente, für physikalische Fragestellungen nutzen kann. Wir werden praktisch alles hier, also die meisten Experimente anhand eines iPhone 6 zeigen. Ich möchte vielleicht auch noch dazu sagen, warum das eine Rolle spielt, weil verschiedene Generationen von Smartphones haben unterschiedliche Sensoren drinnen. Also es kommen teilweise welche dazu, teilweise werden sie auch in ihrer Performance besser. Und ich habe hier mal versucht, so auf diesem Bild einmal so grosso modo aufzuzeigen, was in so einem Smartphone heute alles verbaut ist an Sensorik. Also man sieht das hier oben, das fängt einmal an bei einem GPS-Sensor zum Beispiel, den wir eben für Lagebestimmung zum Beispiel nutzen können. Dann gibt es einen Näherungssensor, ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, wenn man das Telefon zum Ohr nimmt, zum Telefonieren schaltet sich der Bildschirm ab. Das heißt, da ist ein Näherungssensor drinnen, der erkennt, wie nahe das Gegenstand am Telefon ist. Dann die neueren Geräte, wie gesagt, haben einen Fingerabdruck. Scanner drauf, den man eben zum Beispiel zum Entsperren nutzen kann. Sie haben einen Umgebungslichtsensor, oder? Viele Telefone heute haben die Eigenschaft, dass sie sich zum Beispiel, wenn es dunkel wird, die Helligkeit ändern können automatisch. Da braucht es also einen Lichtsensor drauf. Dann haben viele Telefone heute, und da geht es auch zum Beispiel jetzt gerade die Generation iPhone 5 auf iPhone 6, hat zum Beispiel einen Drucksensor integriert, also quasi ein Barometer, das werden wir dann heute auch nutzen. Dann ein ganz wichtiger Sensor, den es schon seit Anbeginn der Smartphones gibt, ist der Beschleunigungssensor, der also praktisch messen kann, wenn sich das Telefon, wenn seine Lage ändert oder irgendwie bewegt wird. Ganz eng verknüpft mit dem Beschleunigungssensor dann das Gyroskop. Das Gyroskop ist also praktisch ein Lagesensor, der also die Drehrate, also die Verdrehung des Telefons um drei verschiedene Achsen messen kann. Dann, was unser Telefon auch messen kann, ist, es kann das Magnetfeld messen, ja, zum Beispiel das Magnetfeld der Erde, wie wir dann sehen werden. Und die drei Sensoren, die jeder kennt, ich brauche einen Lautsprecher, weil ich will ja Musik hören, ich brauche ein Mikrofon, weil ich möchte telefonieren, ich brauche eine Kamera, weil ich will Fotos machen. Ja? Also das sind so im Großen und Ganzen die Sensoren, die heute in so einem kleinen Gerät sehr kompakt eben verbaut sind. Und die Sensoren, die wir hier rot eingekreist haben, das sind die wir heute nutzen wollen für verschiedene Experimente, um euch gewisse Sachen zu zeigen, die man damit machen kann. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir gleich direkt in den ersten Sensor ein. Stefan. Danke, Markus. Ja, als ich in eurem Alter war, da waren Telefone dafür da, um zu telefonieren. Da gab es keine so große Anzahl an Sensoren, sondern ein Telefon musste mit einem anderen kommunizieren können. Und da gibt es verschiedene Technologien, die sich da entwickelt haben. Eine ältere Technologie ist das Global System for Mobile Communication, abgekürzt GSM. Das WLAN ist ein weiteres, das nutzt man, um lokal in einem Netzwerk zu kommunizieren. Und Bluetooth, das ist auch so eine Technologie, die ursprünglich nach einem dänischen Wikingerkönig benannt wurde, dem König Blauzahn.
Und ihr seht hier unten so verschiedene Wellen. Und das ist auch das, die Methode, mit dem Telefone kommunizieren. Sie senden Wellen aus und können diese Wellen empfangen. Und Wellen bestehen aus lauter solchen Schwingungen. Also etwas schwingt nach oben und unten. Das werden wir heute noch oft sehen. Und wie oft das passiert in der Sekunde, das nennt man die Frequenz. Und man sieht hier, da liegen die Schwingungen noch weit auseinander. Das sind tiefe Frequenzen. Und je schneller das geht, einmal in der Sekunde, umso höher wird die Frequenz. Man kann das Ganze aber auch anders ausdrücken, nämlich in Wellenlängen. Also tiefe Frequenz, aber lange Welle. Kurze Frequenz, also hohe Frequenz, die Welle ist kurz. Und man teilt das Ganze ein hier in verschiedene Bereiche. Wir sehen hier also den Bereich Radiowellen, der geht von einem Kilometer bis zu etwa einem Meter Länge. Und da liegt FM1, der Radiosender, bei 100 Megahertz. Die Technologie für die mobile Kommunikation, das ist das GSM, das liegt so bei 900 bis 1800 Megahertz. WLAN, da gibt es zwei Frequenzen, 2,4 Gigahertz oder 5 Gigahertz. Bluetooth liegt bei 2,4 Gigahertz. Also alle Mobilfunkfrequenzen liegen so etwa in diesem Bereich. Und hier drüben sieht man dass dieses sichtbare Spektrum, das ist das farbige, was man da sehen kann. Da gibt's also, das ist wichtig für die Kamera später, wenn wir uns die anschauen wollen. Ja, die erste Anwendung, GPS Global Positioning System. Also ein System, mit dem man auf der ganzen Welt global seine Position orten kann. Wie funktioniert das Ganze? Ich zeige euch dafür mal einen kurzen Filmausschnitt. Wie sagt es Navi auch oft? GPS. Das ist Englisch und bedeutet Global Positioning System. Ein weltweites Positionssystem. Also ein Ortungssystem. Und die Amis haben dabei Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen. Da stehen jetzt 24 Satelliten in verschiedenen Warnbahnen. Und die fliegen da so rum, dass wir theoretisch zu jeder Zeit mindestens drei Stück sehen könnten, wenn sie nicht so weit weg wären. Die fliegen da eben rum und fahren nicht runter. Jetzt sendet jeder Satellit ein Signal aus. In dem Signal gibt er die Zeit an, also wie viel Uhr es bei ihm ist. Und seine Kennung, also seinen Namen. Gerlinde zum Beispiel. Nehmen wir mal nur einen Satelliten namens Gerlinde. Jetzt setzen wir mal ein Auto unten auf die Erde. Der Satellit sendet nun die Signale mit der Uhrzeit aus und seinem Namen. Jetzt warten wir ein bisschen, dann breitet sich das Signal weiter aus. Wir warten so lange, bis das Signal an unserem Auto ist. Jetzt ist es dort. Im Auto ist unser Navigationsgerät. Das erkennt den Satelliten und die vom Satelliten ausgesendete Uhrzeit. Das Navi gleicht die empfangene Uhrzeit des Satelliten mit der eigenen Uhrzeit ab. Die Ausbreitung des Signals hat ja Zeit gebraucht. Das Navi weiß jetzt, aha, das Signal des Satelliten Gerlinde hat 2,45 Sekunden zu mir gebraucht. Dann weiß das Navi noch, wo sich der Satellit zur Zeit der Signalaussendung befindet. Das wurde da ins Navi reinprogrammiert. Wir haben die Position des Satelliten und die Zeit, die das Signal zum Auto braucht. Damit kann das Navi jetzt den Ort bestimmen, zumindest grob. Denn wir sind jetzt irgendwo auf der Oberfläche der Kugel, die ihr hier seht. Das Navi weiß dank der Zeit des Signals nämlich, aha, ich bin zum Beispiel 5000 Kilometer vom Satellit entfernt. Also befinde ich mich irgendwo auf dieser Kugel. Denn alle Punkte auf der Kugel sind gleich weit vom Satelliten entfernt. Aber eine Kugel mit einem Radius von 5000 Kilometern ist noch zu ungenau. Deswegen nehmen wir noch einen zweiten Satelliten. Der sendet auch ein Signal aus. Und das breitet sich so aus, solange bis es an unserem Auto ist. Und wir haben wieder unsere Kugel, auf der wir uns überall befinden können. Jetzt haben wir aber zwei Kugeln, sind ja auch zwei Satelliten. Richtig, wir können uns nur auf den Punkten befinden, in denen sich beide Kugeln berühren. Wenn wir diese Punkte alle nehmen, dann entsteht ein Schnittkreis. Aber der ist immer noch zu ungenau. Erfasst, aller guten Dinge sind drei. Nehmen wir einen dritten Satelliten. Und der sendet sein Signal aus. Und jetzt schauen wir, wo das dritte Signal die Kreisebene schneidet. Da waren es nur noch zwei Punkte. Und schon wurden wir verdammt genau geortet. Der eine Punkt ist im All. Der interessiert uns nicht. So schlau ist das Navi. Aber der Punkt auf der Erde ist unsere Position.
So einfach ging's. Das Navi kann das bis auf 10 Meter genau berechnen. Abgefahren, wenn man bedenkt, dass die Satelliten im All rumschwirren. Also, da haben uns die Amis doch einmal etwas Gutes eingebraucht. Aber wir Europäer sind ja auch nicht dumm. Wir schießen gerade unsere eigenen Satelliten ins Weltall. Das Satellitensystem heißt Galileo und umfasst die EU und weitere Länder. Ja, das ist also, wie GPS funktioniert und wie so ein Sensor im Smartphone aussieht, das sieht man hier unten. Das ist also ganz ein kleines Ding. Wozu kann man es verwenden? Ja, Navigation, das heißt also, ich kann meine Route planen. Ich kann aber auch erstmal schauen, ja, wo bin ich denn erst hier jetzt gerade? Oder ich kann eine Route aufzeichnen. Also schauen, was passiert, wenn ich im Punkt A starte und dann vielleicht im Kreis rumlaufe und wieder an meinen Ausgangsort zurückkomme. Und ich zeige euch jetzt mal, wo ich mich aktuell befinde. Ich nutze nämlich den GPS-Sensor in diesem iPhone. Ja. Da seht ihr also die Landkarte. Ich zoome mal da ein bisschen rein. Ja, da, hier ist das Grundlagengebäude der NTB, das da drüben ist das Laborgebäude. Und hier drin haben wir natürlich einen etwas schlechteren Empfang. Der sagt also, ich bin gerade draußen im Garten auf der Wiese vor dem Gebäude. Versuch's mal, vielleicht wird der Empfang besser, wenn ich hier rausgehe. Also unser Hörsaal ist ungefähr da. Ja, ihr seid da durch den Gang reingekommen, die Stiegen hinaufgegangen und hier befindet sich der Hörsaal. Ja. Also man sieht sehr gut, dass also sobald der GPS-Empfang besser wird, weil eben der Stefan jetzt beim Fenster war, man auch die Position besser gesehen hat. Also wir haben ziemlich genau die Lage unseres Hörsaals gesehen. Ja, Standortbestimmung. Routen aufzeichnen, das habe ich mal gemacht mit dem Handy letzten Mittwoch, 19.05 Uhr bin ich gestartet hier irgendwo beim Coop, bin losgelaufen da um den Werdenberger See rum und dann irgendwo da hinten Richtung Bahnhof und dann ist mir die Puste ausgegangen. Und man sieht hier, was alles aufgezeichnet worden ist, das Tempo, die Anzahl der Schritte pro Minute. Und da gibt es so eine Faustformel, wie viel Energie braucht man für eine bestimmte Strecke bei einer bestimmten Masse. Und ich habe also hier die Strecke 3,1 Kilometer zurückgelegt. Meine Masse sind so 68 Kilogramm und da errechnet man mit der Faustformel so 210,8 Kilokalorien. Die App sagt also 200, ist ja eine Faustformel, also ganz gute Näherung. Und einen weiteren Sensor, der in unseren Telefonen verbaut ist, ist der sogenannte Magnetfeldsensor. Und so ein Magnetfeldsensor, der ist gar nicht so einfach zu realisieren. Also Magnetfelder zu messen ist doch recht anspruchsvoll. Und ich habe hier einfach einmal nur zur groben Idee, ein kleines Prinzipbild, wie denn das funktioniert. Und zwar wird in einem Smartphone das Magnetfeld mit Hilfe eines sogenannten Hall-Sensors gemessen. Und so ein Hall-Sensor, der funktioniert grob gesagt folgendermaßen. Das ist so ein kleines metallisches Plättchen und hier fließt jetzt hier wird ein definierter Strom durchgeschickt und zwar hier in dieser Richtung, wo das I eingezeichnet ist. Und wenn jetzt durch diesen Sensor hier ein Magnetfeld, hier mit B gekennzeichnet, hier senkrecht durch das Plättchen zeigt, dann werden die Ladungen, und der Strom ist ja nichts anderes wie elektrische Ladungen, die hier durchfließen, die werden quasi von diesem Magnetfeld beeinflusst. Ja? Und zwar eben aufgrund der sogenannten Lorentzkraft und es entsteht dann an den zwei anderen Kanten des Metallplättchens hier eine Ansammlung an positiver bzw. negativer Ladung. Das heißt, es entsteht eine Spannung. Und diese Spannung, diese elektrische Spannung, die nennt man die sogenannte Hall-Spannung. Und wenn man jetzt in so einem Plättchen hier einen konstanten Strom anlegt und hier das Magnetfeld ändert, dann ändert sich hier diese Spannung quer dazu, diese sogenannte Hall-Spannung. Und diese Hall-Spannung ist proportional zum angelegten Magnetfeld.
Und das ist das, was unser Handy eigentlich macht. Es misst Magnetfeld und zwar nicht nur in einer Achse, sondern in drei orthogonalen Achsen und kann damit also die exakte Lage praktisch oder die Ausrichtung des Magnetfelds im Raum eindeutig bestimmen. Hier unten einfach, damit man das mal sieht, also diese Hall-Sensoren sind hier im Handy verbaut. Das ist ein Mikrosystem. Da sieht hier so Anschlusskontakte. Das sind hier die Pads für die zur Messung der Hall-Spannung. Ihr seht da unten, das Ganze sind 50 Mikrometer. Ja, das ist also ein sehr, sehr kleines Mikrobauteil, das hier zum Einsatz kommt, um Magnetfeld zu messen. Und hier sieht man so die Platine, die im iPhone 6 verbaut ist. Der Rest ist praktisch Akku. Ja, und diese kleine Platine, die hat da oben an dieser kleinen Stelle einen kleinen Mikrochip, so einen kleinen IC drauf und das ist unser Magnetfeldsensor, der also in der Lage ist, Magnetfeld zu bestimmen, Magnetfeld zu messen. So, jetzt, warum ist zum Beispiel das Messen von Magnetfeld interessant? Eine Sache, die wissen alle, ist, das Magnetfeld begleitet uns ja tagtäglich. Wir haben ja ein Erdmagnetfeld und dieses Magnetfeld der Erde, das schaut in etwa so aus. Wir haben hier oben ein Bild, wo man das erkennen kann. Also hier liegt unsere Erde und die Erde dreht sich hier um die Achse, die hier in Rot eingezeichnet und in Violett eingezeichnet ist. Und leicht verkippt zu dieser Drehachse befindet sich die Magnetachse unserer Erde. Und zwar gibt es eben einen sogenannten magnetischen Nordpol und einen magnetischen Südpol, die mit den Drehpunkten oder mit den Durchstoßpunkten der Drehachse nicht genau zusammenstimmen. Und dieser magnetische Nord- und magnetische Südpol, den kann man sich eigentlich vorstellen wie so einen kleinen Stabmagneten. Also wie das Feld von so einem kleinen Stabmagneten, nur einfach in ganz groß. Und was man hier sieht, so ein Magnetfeld zeichnet sich dadurch aus, dass man eben solche sogenannten Magnetfeldlinien bekommt. Diese Magnetfeldlinien, die gehen hier immer vom Nordpol zum Südpol, sind auch hier so eingezeichnet. Und so ein Feld oder das Magnetfeld der Erde, das kann man auch sehr gut sichtbar machen, eben wie ich vorher gesagt habe, mit dem Magnetfeld eines Stabmagneten. Und dazu möchte ich euch hier kurz zeigen, so ein Magnetfeld kann man eben zum Beispiel sichtbar machen, indem man hier, wir haben hier so ein Öl und in diesem Öl drinnen hat es Eisenfeilspäne, also so ganz feine Eisenspäne. Und wenn man jetzt und ich möchte euch das hier, weil ich das da mit der Handykamera gerade zeigen. Genau, da sieht man das. So. Genau, und wenn der Stefan jetzt hier einen Magneten hineinsteckt, dann sieht man schön, wie sich jetzt diese Eisenspäne entlang der magnetischen Feldlinien ausrichten. Ja. Und wie hier eben so ein Magnetfeld mit solchen Feldlinien, die vom Nord- zum Südpol reichen, hier zu sehen ist. Ja, also man sieht hier dazwischen hier da diese gebogenen, gekrümmten Feldlinien, wie sie eben auch im Erdmagnetfeld vorkommen. So, und jetzt, wo können wir so einen Magnetfeldsensor, der also solche Magnetfeldlinien messen kann und die Stärke des Magnetfeldes messen kann, wo können wir den nutzen? Und eine Anwendung, die jeder von euch kennen wird, oder, das ist der klassische Kompass. Ja, so einen Kompass haben wir ja meistens auch auf unserem Smartphone drauf. Das ist jetzt hier der Standard-Kompass quasi des iPhones da drauf. Und eben, wenn ich mich jetzt praktisch, oder, also der sagt jetzt Norden wäre da, das stimmt da drinnen zwar nicht genau, weil wir haben da so viele Magnetfelder von unserer Anlage herum, dass das nicht wirklich stimmt. Ja. Aber eben, wenn ich mich jetzt drehe, dann bleibt praktisch die Richtung des Nordens hier immer erhalten, oder? Weil eben der Magnetfeldsensor hier praktisch so eingestellt ist, dass er quasi in Richtung des Nordpols praktisch hier die Magnetnadel anzeigt. Also man kann einen Kompass sehr stark beeinflussen durch Magnetfelder, eben zum Beispiel durch äußere Magnetfelder, die im Prinzip eben nichts anderes sind wie das Magnetfeld, das durch unsere Erde selber erzeugt wird. Und eine solche Variation eines Magnetfelds oder das Durcheinanderbringen eines Kompasses, das wollen wir euch jetzt hier als nächstes zeigen. Wir haben hier, weil das funktioniert lustigerweise mit dem Tablet etwas besser, wir haben hier auch so einen Kompass, so eine Kompass-App praktisch von so einem Android-Tablet genommen, die ist eben ein bisschen empfindlicher. Die meisten Handy-Kompasse, die beginnen eben praktisch zu integrieren, also die mitteln über eine gewisse Zeit, um eben möglichst stabil und nicht zu zittern und nicht so darzustellen. Und was man eben machen kann, ist, wir haben hier eine recht empfindliche App gefunden, hier auf diesem Android-Tablet. Und ich zeige euch die jetzt praktisch einfach mit Hilfe der Kamera. Ja, und was man jetzt hier erkennen kann, ist, dieser Kompass, den ihr hier seht, der dreht sich die ganze Zeit.
Ja, der dreht sich da einfach im Kreis. Und der dreht sich deswegen im Kreis, weil wir ihm jetzt ein Magnetfeld vorgaukeln, das sich praktisch kontinuierlich, periodisch ändert. Und wenn ihr euch hier anschaut, was wir hierher aufgestellt haben, oder? Wir haben hier im Prinzip vier solche Ringspulen, die man hier sieht. Ja? Und jede dieser Ringspulen, oder jedes Pärchen eigentlich, wenn man ehrlich ist, erzeugt ein Magnetfeld in die Richtung und das erzeugt ein Magnetfeld in die andere Richtung. Und wenn wir jetzt über diese Elektromagneten diese Magnetfelder zeitversetzt erzeugen, und das sieht man hier schön auf dem Oszilloskop, oder? Da sieht man, wir haben hier praktisch zwei Spannungen, mit denen wir diese Spulenpaare ansteuern und die haben eine Phasenverschiebung zueinander, die sind also zeitlich versetzt. Und damit können wir erreichen, dass die Summe dieser beiden Magnetfelder eigentlich ein Magnetfeld ist, das sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Ja? Und dieses sich im Kreis drehende Magnetfeld, oder? Das wird jetzt praktisch von unserem Kompass gesehen und deswegen dreht sich der jetzt halt auch im Kreis. Weil er kann das nicht unterscheiden, ob das eben ein Erdmagnetfeld oder eben hier ein von uns künstlich erzeugtes, an diesen Spulen anliegendes Magnetfeld ist. Ja? Das wäre also so eine Anwendung, wo man hier sieht, wie man eben praktisch den Kompass auch verwirren kann, indem man eben ein äußeres Magnetfeld anlegt. Ja, dann wollen wir euch noch eine andere Anwendung vom Magnetfeldsensor zeigen. Und zwar, indem wir jetzt hier Folgendes machen. Wir haben jetzt gesehen, unser Sensor ist im Prinzip imstande, Magnetfelder oder Magnetfeldänderungen zu erkennen. Und das Ganze kann man jetzt ausnutzen, indem man zum Beispiel in regelmäßigen Abständen Magnete platziert. Und wenn ich mein Handy dann praktisch an diesen Magneten vorbeifahren lasse, dann sieht es immer, aha, jetzt ändert sich das Magnetfeld, aha, jetzt ändert sich es wieder, aha, jetzt ändert sich es wieder. Und wenn ich ihm sage, wie groß der Abstand zwischen zwei solchen Magneten ist, dann kann ich zum Beispiel Geschwindigkeit messen, ja? Weil er weiß ja dann, in welchen Abständen sich das Magnetfeld ändert und nutzt praktisch den Magnetfeldsensor als Geschwindigkeitsmesser. Und das möchte man euch jetzt hier zeigen. Die Idee ist also die, wie hier dargestellt. Hier sitzt irgendwo so ein kleiner Supermagnet, der hat hier seinen Nord- und seinen Südpol, erzeugt hier so ein Magnetfeld. Und wenn jetzt hier der Zug mit dem Handy drauf praktisch dran vorbeifährt, dann sieht er, wie sich das Magnetfeld ändert und kann diese Änderung dann, wenn sie periodisch stattfindet, in eine Geschwindigkeit ummünzen. Also was wir machen können in dieser App, wir können praktisch das Signal vom Handy auf dem Computer nehmen und können das Handy quasi fernsteuern. Was man jetzt hier im Prinzip machen muss, ist eigentlich Folgendes. Ich habe vorher schon gesagt, wir müssen dem System sagen, in welchen Abständen sich hier die Magnete befinden, oder? Und das kann man so machen, indem man einfach praktisch hier den Radius misst von dem Kreis hier und dann den Umfang berechnet und den Umfang durch die Anzahl Magnete dividiert. Ja, in unserem Fall sind das ein Radius von 36 cm, wir haben 12 Magnete und das ergibt dann gerade hier einen Abstand von Magnet zu Magnet auf der Schiene, also von hier bis hier von 188 Millimetern. Der Stefan tippt das jetzt hier mal ein. Dann starten wir hier unsere App. Genau. So, und jetzt sieht man, dass das System im Prinzip mal misst. Und jetzt haben wir unseren Zug und jetzt lassen wir den mal fahren. So, und jetzt sieht man hier, unser Magnetfeldsensor misst also mal irgendwas. Ja? Man sieht hier auf der unteren Seite, da ergibt sich jetzt so eine Zickzack-Kurve, auf der man im Prinzip jetzt schon erkennt, dass sich die da auf einer Höhe ein bisschen einpendelt. Ich variiere jetzt mal die Geschwindigkeit des Zuges, lassen wir mal ein bisschen schneller fahren. Ja. So, und jetzt sieht man, oder? Jetzt haben wir also eine Geschwindigkeit von ungefähr einem halben Meter pro Sekunde, die wir jetzt hier erreicht haben. Jetzt kann ich ihn lassen wir wieder ein bisschen langsamer fahren. So zum Beispiel, ja. Und jetzt sieht man schön, wie die Messung der Geschwindigkeit eben hier heruntergeht, oder? Jetzt sind wir noch bei ungefähr 0,3 Metern pro Sekunde. Ich kann den Zug natürlich auch ganz, ganz langsam fahren lassen. Dann sieht der Sensor das auch. Es wird zwar ein bisschen, sage ich mal, mehr zackig, unsere Messung. Aber man sieht, wir können also hier wirklich Geschwindigkeiten messen. Im Prinzip nur darüber oder über den Effekt, dass unser Handy einfach sieht, hier ist ein Magnet, hier ist ein Magnet, hier ist ein Magnet, hier ist ein Magnet und weiß, wie groß ist der Abstand auf der Schiene zwischen zwei solchen Magneten. Ja, dann erzähle ich etwas über einen Sensor in dem Sinn, einen optischen Sensor, den wir jetzt schon immer wieder verwendet haben, nämlich jedes Smartphone heutzutage hat mindestens eine Kamera eingebaut. Und diese Kamera, die besteht, ihr könnt es hier sehen, aus ziemlich vielen kleinen Linsen.
ist also dieses sogenannte Objektiv auseinandergezogen worden. Und hier hinten sitzt der Sensor. Das ist so ein Chip. Und dieser Chip, der schaut vergrößert so aus, der besteht aus lauter so kleinen Punkten. Und weil man die Kamera ja gerne auch Farbbilder damit machen möchte und dieser Chip nur unterscheiden kann, ist es bei mir jetzt hell oder weniger hell oder ganz dunkel, muss man die Farben trennen. Und das macht man mit so einem Muster hier. Da nimmt man also für einen sogenannten Pixel zwei grüne, einen roten und einen blauen. Der Grund dafür, es gibt eigentlich mehr Gründe, grün sehen wir besonders gut und außerdem ist der Grünanteil in unserem Farbsehen eben dafür verantwortlich, dass wir besonders scharf und besonders kontrastreich sehen können. Also nehmen wir da die doppelte Information im Vergleich zu Blau und Grün. Also muss ich vorstellen, das gibt hier also so einen Pixelpunkt. Und hier unten ist auch nochmal das Gleiche wie dort oben zu sehen. Das ist, glaube ich, sogar das iPhone. Nein, das ist Lumia, Nokia. Und was passiert so im Innern dieses Sensors? Also ich will da nicht auf die Einzelheiten eingehen, nur man sieht hier wieder unsere Filter, hier rot, grün, blau. Und da sitzen so kleine Linsen drauf und das Licht, das da drauf einfällt, das wird irgendwie da hinuntergeleitet zu unserer lichtempfindlichen Schicht. Und dort entsteht dann eben diese Helligkeitsinformation. Da kann man also bei geeigneter Einstellung, Beispiel, ich nehme jetzt mal da 2 Meter, ich muss das jetzt auf einer vorgedefinierten Höhe halten, das sieht man da links, wir haben eingestellt 1,60 Meter, das ist in etwa hier. Und das Handy ist ungefähr über dem Punkt hier unten. Also so 2,05 Meter etwa. Man kann damit nicht nur Entfernungen bestimmen, sondern auch Höhen und Breiten messen. Und dazu bräuchte man mal einen Freiwilligen aus dem Publikum. Wer möchte sich denn gern, ja, vielleicht du, ja? So, messen wir die mal schnell ab, was du für eine Größe hast. Und dann schauen wir, wie gut wir die bestimmen können. Also 1,76. So, gehst du mal ein bisschen weiter da nach vor? Gut, so. Gut. Jetzt, oder? Etwa 1,72. Ja, das ist ziemlich sensibel und da unten steht auch Genauigkeit 5 cm. Dankeschön. Ja, wir haben ganz am Anfang, da habe ich euch so dieses ganze sogenannte Spektrum an Frequenzen gezeigt, wo dieser kleine farbige Teil war. Neben dem sichtbaren Licht gibt es auch bei den etwas kürzeren Wellenlängen, das unterhalb der roten Farbe entsteht, das nennt man das Infrarot. Und jeder Körper, der eine bestimmte Temperatur hat, strahlt diese Strahlung ab. Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung. Mit unserer Kamera kann man das schlecht sichtbar machen. Da braucht man andere Kameras dafür. Sogenannte Infrarotkameras. Und eine davon, die haben wir hier in der teuren Variante. So 30.000 Franken. Mittlerweile gibt es aber auch für die Smartphones schon was Günstigeres für so 200 Franken. Einfach als Aufsatz. Ja, genau. Und wenn ihr hier mal schaut, das Besondere an dieser Kamera ist die Linse. Die besteht nämlich nicht aus Glas, sondern aus einem anderen Material, typischerweise. Germanium heißt das. Das ist durchsichtig für Infrarotstrahlung. So sieht das Bild aus, wenn man es mit dieser Kamera anschaut. Ja, rot bedeutet warm. Sieht man also
die Personen, die hier im Raum sind und alle anderen Sachen, die auch Wärme abstrahlen. Ja, hier diese ganzen elektrischen Geräte sind auch alle warm. Möchte jemand mal barfuß hier vorne langlaufen? Ja. Genau, jetzt mal Sandalen ausziehen. Ja, vielleicht auch. Dann sieht man es noch besser. Gut, jetzt stell dich doch mal daher, bitte erstmal, da so da vorne. Genau, dann sieht man, ah. Und jetzt lauf mal langsam nach vorne. Da sieht man, dass das noch warm bleibt, dort wo er gestanden ist und auch dort, wo er jetzt noch läuft. Gut, und vielleicht wieder zurück. Und wieder dorthin stellen, wo du gerade warst. Genau, danke. Danke, passt. Also hier sieht man jetzt auf dem Bildschirm drüben das Signal von dieser kleinen Variante, von der kleinen Kamera. Genauso gut erkennbar. Ja. Und jetzt schauen wir uns vielleicht mal den Grund an, warum wir da eine andere Linse brauchen. Der Markus ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, jemand weiß es schon. Ja, warum? Ja. Hinter einer Wand ist schlecht. Also es muss die Wärmestrahlung schon durchkommen. Hängt also davon ab, was das für eine Wand ist. So in so einem japanischen Haus mit so einer Schiebewand schon. Oder eine andere Wand. Also wenn er sich verstecken möchte vor mir, da sehen wir jetzt nicht, was er da unter der Folie macht. Aber wenn ich da jetzt mir das anschaue, dann sieht man da durch. Kannst du mal den Arm bewegen vielleicht, Markus? Ja. Gut, danke. Und fällt euch was auf, wenn wir ihm jetzt so mal das ins Gesicht schauen? Ja? Das Glas lässt die Wärmestrahlung schlecht durch. Deswegen braucht man da auch, verwendet man auch keine Glaslinse, sondern eine andere Linse. Dort vorne sind zwei Kameras verbaut, eine für das sichtbare Licht und eine für das sogenannte Infrarotlicht. Ja, da unten ist nochmal gezeigt mit diesen Wellen, ja, die lange Wellenlänge und welche Größenordnung das etwa ist. Da ist man hier bei den Frequenzen von 10.000 Hertz ab, ist man da bei einem Hochhaus, Mensch, Fliege, und es wird immer kleiner, immer kleiner. Und was wir uns gerade angeschaut haben, ist das infrarote Licht. Das ist also eine größere Wellenlänge als das sichtbare Licht. Und es geht auch beim Licht tatsächlich um Schwingungen. Und es können verschiedene Dinge schwingen, aber meistens haben sie so auf und ab und auf und ab in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Zahl der Schwingungen. Musikinstrumente machen sich das zunutze. Die erzeugen zum Beispiel, indem man so eine Saite zum Schwingen bringt, einen Ton. Und je nachdem, man hört schon, manchmal ist der Ton etwas reiner. Dann sieht die Schwingung schön aus, oder wenn man da nicht so schön dran zieht, dann wird es etwas zackiger. Also ich kann das ja nicht wirklich gut. Ich zeige euch mal ein Video von jemandem, der das wirklich gut kann. Der hat seine,
sein Smartphone in die Gitarre gelegt und dann ein Lied drauf gespielt. Also man sieht hier wunderschön, wie solche mechanischen Schwingungen einer Saite sichtbar gemacht werden können, ja, wie sich quasi durch das Anspielen der Saite diese Saite bewegt, wie die schwingt und damit einen Ton erzeugt. Und dabei, damit wären wir auch gleich beim nächsten Sensor, nämlich bei unserem Mikrofon. Unser Handy kann eben neben Videodaten, auch Audiodaten verarbeiten. Wir wollen ja mit jemandem sprechen können, sprich wir brauchen also ein Mikrofon in unserem System. Und wie funktioniert jetzt so ein Mikrofon? Der Stefan wird mal Mikrofon spielen und hier mal das Grundprinzip zeigen. Ich habe mal hier, wir haben auch hier so eine kleine Animation, in der man im Prinzip hier sehen kann, was man alles für ein Mikrofon braucht. Für ein Mikrofon braucht man also mal einen Metallstab oder einen Magneten, dann braucht man eine Spule und man sieht hier an der Vorderseite dieses Magneten ist eine Membran montiert. Und wenn jetzt eine Schallwelle kommt, also wenn man spricht, dann beginnt diese Membran, wie man es hier sieht, zu schwingen und durch diese Schwingung bewegt sich jetzt hier im Inneren dieser Spule dieser kleine Magnet hin und her. Und diese Auslenkung des Magneten in der Spule führt zu einem Effekt, den nennt man Induktion. Und diese Induktion, also diese Induktionsspannung, die hier entsteht, die kann man messen. Und diese Messung dieser Spannung, die ist jetzt proportional quasi zur Auslenkung der Membran und damit kann man das Signal, also das Audiosignal eben messen. So, und der Stefan macht hier auch mal so ein schnelles Audiosignal, indem er hier praktisch einmal einfach einen Magneten in einer Spule bewegt. Vielleicht zum Verständnis, das hier Spule mit diesem Eisenkern, das nennt man einen Elektromagnet. Da haben wir jetzt nicht so was Kompliziertes aufgebaut. Wir nehmen ein Permanentmagnet dafür. Das Prinzip ist das gleiche. Der hat ein Magnetfeld und ich bewege den jetzt hier in der Spule. Sieht man noch was? Kann man damit also Spannungen oder eben Töne erzeugen. So, und dass unser Telefon eben imstande ist, sogar sehr, sehr effizient Töne aufzuzeichnen. Und zwar eben nicht nur, indem es quasi eine Tonwiedergabe machen kann, sondern auch indem wir praktisch das Audiosignal wirklich als Signal darstellen können. Das möchte ich euch jetzt als nächstes zeigen. Und dazu möchte ich hier jetzt zwei Sachen zeigen. Das erste, was ich zeigen möchte, ist, wir wollen uns einmal anschauen, wie denn so ein Signal, so ein Audiosignal eigentlich aussieht. Und dazu haben wir hier auch so eine App, die nennt sich Audio Oszilloskop. Und was ich mit der jetzt machen kann, ist, ich kann eigentlich einfach quasi visualisieren, wie so ein Signal ausschaut. Also im Prinzip, ich kann den Verlauf dieser gemessenen Spannung, wenn man so möchte, eigentlich aufzeichnen. Ja? Und wir machen das einmal als erstes für einen Ton. Ja? Und man sieht hier sehr schön so einen Ton. So ein schöner, reiner Ton von seiner Stimmgabel. Das ist also eine schöne periodische Funktion. Man sagt, das ist eine Sinusfunktion, die man hier sieht, oder? Und so ein schöner Sinus von einem einzelnen Ton, den sieht man hier eben sehr schön. Wenn ich jetzt hingegen ein anderes Instrument nehme, ich habe hier so eine Orgelpfeife zum Beispiel.
Also hier sieht man, auch das ist ein periodisches Signal, also es wiederholt sich die Form immer in regelmäßigen Abständen. Aber das ist kein schöner Sinus mehr, das hat man schon gesehen, da hat es irgendwie so einen Höcker drinnen gehabt, oder? So, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was ist denn der Unterschied? Welche Frequenzen kommen denn in so einem Ton von seiner Orgelpfeife vor und welche Frequenzen stecken in so einem schönen, reinen Ton einer Stimmgabel? Und das können wir hier auch machen. So, und was wir uns jetzt hier praktisch als nächstes anschauen können, ist, auf dieser App, die zeichnet uns jetzt das sogenannte Frequenzspektrum auf. Das sagt uns einfach, dass die Frequenz ist quasi die Tonhöhe, oder? Und das sagt uns jetzt, welche Tonhöhen kommen in unserem Signal drinnen vor, das durchs Mikrofon kommt. Und man sieht schon, da kommt jetzt natürlich alles Mögliche daher. Aber wir können uns jetzt mal anschauen, wie das eben ausschaut, wenn wir wirklich einen schönen Ton produzieren. Und ihr seht jetzt hier auch, der misst jetzt hier 439,45 Hertz. Ja? Also so eine Stimmgabel, die verwendet man auch zum Stimmen von Instrumenten, 440 Hertz, das ist der Kammerton A. Und man sieht, man kann das also hier sehr gut mit dem Mikrofon unseres Telefons bestimmen. So, jetzt mache ich mal als Vergleich dazu unsere Orgelpfeife. So, was man jetzt hier erkennen konnte, war, dass jetzt neben dieser Frequenz, neben dieser sogenannten Grundfrequenz, in regelmäßigen Abständen weitere solche Peaks zu sehen gewesen sind. Das sind die sogenannten Obertöne, die Oberwellen. Und deswegen sagt man auch, wenn man so eine Orgelpfeife anhört, die hat eben keinen Ton, sondern die hat einen Klang. Das heißt, eine Überlagerung von Tönen mit verschiedenen Frequenzen, die dann eben auch im Bild, das wir vorher gesehen haben, nicht mehr so einen schönen Sinus darstellen, sondern irgendeine komische andere periodische Funktion. So, was wir jetzt hier zum Beispiel auch machen können, ist, wir können jetzt eben hier mal zum Beispiel, ich habe jetzt hier zwei Stimmgabeln und die habe ich leicht verstimmt. Das heißt, auf die eine Stimmgabel habe ich noch oben was draufgeschraubt, damit sie nicht so gut schwingen kann und damit hat sie ein bisschen einen anderen Ton. Schauen wir uns mal nochmal die an, also das wäre die normale. 440 Hertz. Und dann unsere verstimmte Stimmgabel. Ja, man hört das auch, ja, 421 Hertz. So, jetzt können wir mal beide zusammenlassen. Jetzt sieht man hier so einen schönen Doppelpeak. Ja, so, und was hört man, wenn man sich die gleichzeitig anschwingen lässt? Wie hört sich denn das an, was man da hört? Ja. So, ja, genau, das vibriert so irgendwie, gell? Ich kann diese Vibration, die sogenannte Schwebung auch noch ändern, ich kann die Verstimmung ein bisschen ändern, damit sie nicht so stark unterschiedlich sind. Ja, jetzt hört man das, oder? Dieses wuh, 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 ja, das ist lauter leiser werden. Und diesen Effekt, den nennt man eine sogenannte Schwebung. Und diese Schwebung, die können wir uns auch anschauen, wenn wir uns hier mal die Rohdaten praktisch unseres Sensors anschauen. Ja, hier sieht man jetzt, wie die Amplitude, also quasi hier in unserem Fall die Lautstärke, immer größer und kleiner wird in regelmäßigen Abständen. Ja? Und wenn ich jetzt die Verstimmung hier wieder größer mache, dann sieht man es ein bisschen schöner noch. Ja? Und dieses periodische Niedriger- und Größerwerden von unserem Signal, das ist das, was wir hören. Das ist dieses Laut-Leiser-Werden von dem Signal, das wir hier wahrnehmen. Gut, das wäre also so eine weitere Anwendung des Mikrofons hier vom Smartphone gewesen. Jetzt ist Pause. Eva, warum bist du hergekommen? Weil wir sind mit der Schule, unsere Schule unterstützt das ja und organisiert. Und dann bin ich mit der Klasse hierher gekommen, um zu schauen. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Was hat es dir gebraucht, so bis jetzt? Ich fand das cool mit dem Magnetfeld und den Kompass verwirren, wie man das beeinflussen kann. Es ist ja wichtig, dass Mädchen auch ein Interesse haben für technische Sachen. Hast du das? Ja, sehr. Möchtest du mal so etwas machen? Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Bereich Physik, Mathematik, so etwas, Chemie? Ja. Chemie finde ich besonders spannend. Echt? Dann wird es klippt und tätscht oder warum? Ja, auch. Die verschiedenen Reaktionen zu sehen, ist sehr spannend, finde ich. Ist eh spannend, gell? Hinter dir geht es jetzt ab, man hat Pause, die stellt Leitern auf, also da kommt, glaube ich, etwas Verrotz noch auf uns zu, gell? Es ist wirklich spannend, es ist nicht so trocken, wie ein Haufen Schüler immer wieder denken. Es ist echt wirklich spannend, wenn man sich dafür interessiert, oder? Ja.
Es ist echt cool. Bist du von daheim her schon so ein bisschen brief? Das ist dein Vater, sind deine Eltern etwas Physiker, Mathematiker? Oder? Ja, mein Vater hat Chemie studiert. Arbeitet zwar jetzt nicht mehr als Chemiker, aber ich finde, wir machen das auch zusammen. Machen wir mal Experimente oder so. Und, ja. Ist natürlich cool, he? Ja. Aber dann müsstest du dringend Physik machen, wenn der Papa Chemie gemacht hat. Dann wären wir ein Team. Ja.